Sternklare Nächte, himmlische Sonnenaufgänge. Um uns scheinbar endloses Blau und in der Bugwelle begleiten uns Delfine auf dem Weg in den Süden. Bisher nur ein Traum, aber wir sind entschlossen, ihn zu leben. Nach 3 Jahren Bootsbau und intensiver Vorbereitung sind wir beinahe klar zum Auslaufen. Es wird Zeit, sich von unseren Freunden zu verabschieden. Der Haushalt ist aufgelöst, was uns wichtig ist, in einer Scheune eingelagert, alles andere verkauft oder entsorgt. Was jetzt noch fehlt, ist Proviant. Für mindestens 3 Monate wollen wir weitestgehend unabhängig sein. Außerdem nehmen wir Brotbackmischung für ein gutes halbes Jahr mit, womit wir unseren Brotbackautomaten füttern wollen, der uns täglich mit frischem Brot verwöhnen soll. Insgesamt 3 Großeinkäufe mit über 1/2 Tonne müssen in unserem Cut verstaut werden. Waren wir am Anfang noch ein wenig unsicher, ob wir nicht auf einen Großteil der Einkäufe hätten verzichten können, wurden wir schon bald eines Besseren belehrt. Außer in Holland hatten wir auf der Reise in den Süden keine so günstige Einkaufsmöglichkeit wie in Deutschland. Kaum haben wir alle Vorräte und die letzten Ausrüstungsgegenstände verstaut, meldet sich der dänische Sommer zurück. Es ist nun bereits Anfang Juli und ein Sturmtief jagt das nächste. Immer wieder müssen wir unsere Abreise verschieben, sitzen die letzten Tage in einer ausgeräumten Wohnung, Strom, Telefon, Wasser sind abbestellt. In wenigen Tagen geht hier nichts mehr. Zeit, sich von den Verwandten in Süddeutschland zu verabschieden. Ja, weil das alles so anstrengend war, ne? Und überhaupt gar keine Zeit. Nee, gar nicht. Nee, kommt vielleicht, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich dann so jetzt so traurig werde, also. Aber das ist halt so. Das denke ich doch auch. Ja, und jetzt, ich habe dem Felix auch gesagt, das sind jetzt erstmal große Ferien. Und dann werden wir sehen, ob das klappt. Und, Eine letzte Fahrt mit dem Dingi, dann sind wir bereit, das Abenteuer zu beginnen. Geht's endlich los? Ja. Und, wie bist du drauf? Geht so. Geht so, aufgeregt? Ja. Ja. Freust dich jetzt auf die nächsten Tage? Ja. 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 Und hoffen, dass dann nicht alles vollkötzelt. Ja. Skunky, unser 16 Jahre alter Kater, ist als letztes Crewmitglied an Bord gekommen. Nicht ganz freiwillig zugegeben, aber wir wollten ihn auch nicht in die Verwandtschaft abschieben. Und so hoffen wir, dass er sich schnell an das Leben an Bord gewöhnen wird. Dann reißt der Himmel auf. Wir nehmen den Anker hoch, unser erster Eintrag ins Logbuch. Endlich sind wir unterwegs. Nach fast 3 Jahren Vorbereitung kann unser kleines Abenteuer beginnen. Ein letztes Mal runden wir die Schwiegermutter, wie die Tonne 6 des Flensburger Fahrwassers liebevoll genannt wird. Dann trägt uns eine leichte Brise die Förde hinaus. Unser erster Reiseabschnitt führt uns von der Flensburger Förde durch den kleinen Belt nach Mittelfahrt und weiter über Ebeltoft in den Limfjord nach Tyberön. Schon nach 2 Segeltagen erleben wir unsere erste Walbegegnung. Bei Mittelfahrt umkreisen uns Schweinswale, während wir vor Anker liegen. Hier müsste es sein. Und noch eine erste Begegnung haben wir hier, den Bordalltag, ohne Waschmaschine, Trockner und all den anderen Annehmlichkeiten des häuslichen Lebens. Wie sehr wünschen wir uns Sonne und Tage in Badehose. Wie weit wir davon entfernt sind, wussten wir hier zum Glück noch nicht. Ist da noch was von dir dabei, Felix? Nee, offen. Aber nichts. Wow. Hinter uns liegt Mittelfahrt, das Lillebelt, und vor uns kommt jetzt der Kattegat. Das heißt, ab hier geht's aufs offene Meer. Am 13.07. steht der Wind günstig, um weiter Richtung Norden zu kommen.
und wir machen uns auf in Richtung Ebeltoft und weiter vorbei an Grenor zum Limfjord, von wo aus wir den Sprung über die Nordsee nach Schottland planen. Am 17. Juli sind wir im Limfjord, einer natürlichen Wasserstraße im Norden Dänemarks, welche die Ostsee mit der Nordsee verbindet. Ich schreibe ins Logbuch: 11.40 Uhr, in einer Sturmböe bricht der Block für das Großsegelreff. Wir laufen kurz vor Aalborg ab und werfen den Anker am Rande des Fahrwassers. 3 Tage liegen wir vor Aalborg, bis der Wind sich legt. Zwangspause. Wirkliche Entspannung will sich jedoch nicht einstellen. Uns läuft die Zeit davon. Schottland rückt in immer weitere Ferne. Fast 2 Wochen bleiben wir im Schutz des Limfjordes, um auf eine Wetterbesserung zu warten, bevor wir uns mit der Nordsee einlassen. Erstere lässt allerdings auf sich warten. Sturmtief 997, Schweden und Skagerrak abschwächend. Fischer Nordwest 8, zeitweise schwere Schauerböen, See bis 5 Meter. Na, das sind wir Fischer. Odera, nicht nur uns ist der Wind zu viel, auch der Regler des Windgenerators steht zu sehr unter Spannung und verabschiedet sich mit einem Rauchwölkchen. Da die Solarpaneele bei dem Wetter nichts bringen, sind wir auf die Mühle angewiesen und versuchen, diese mit Bordmitteln wieder in Schuss zu bringen. Und endlich legt sich der Wind ein wenig, Zeit Meilen zu machen. Noch einmal machen wir Station in Tuberön, wo die Kinder ein wenig abtoben können, wir Wäsche waschen, ein wenig Proviant bunkern und uns auf den Sprung über die Nordsee vorbereiten. Mit dem ersten Dämmerlicht des 2. August verlassen wir Tuberön, mit 5 Beaufort und einer ungewohnten Dünung im Rücken. Unsere ursprüngliche Planung, Schottland zu besuchen, haben wir an Betracht des anhaltend schlechten Wetters aufgegeben. Unser Ziel ist es jetzt, schnellstmöglich die Biskaya zu erreichen. Unser Hermann Heinrich benimmt sich einwandfrei in den hohen Wellen. Felix jedoch hat mal wieder mit Seekrankheit zu kämpfen. Nach Zwischenstationen in Helgoland und vor Texel haben wir Eibenhuten in Holland erreicht. Das Barometer fällt wieder. Ich notiere in unser Logbuch: Das Wetter verschlechtert sich schon wieder. Dieses Jahr war der Sommer an einem Sonntag. Kurz vor der belgischen Grenze bekommen wir unerwarteten Besuch. Wie aus dem Nichts kommt das Schlauchboot der holländischen Küstenwache angeschossen, um unsere Papiere zu kontrollieren. Vorausschauend hatte ich alle Papiere in einer Box untergebracht, doch Marvins Ausweis ist nicht drin und auch nicht auffindbar. Da Felix mittlerweile zu alt für einen Kinderausweis ist, wollen die Beamten auch diesen nicht anerkennen und schicken uns zurück nach Den Haag, wo wir unsere Papiere in Ordnung bringen sollen. Natürlich taucht, kurz nachdem die Beamten wieder davongesaust sind, der Kinderpass von Marvin doch noch auf. Dennoch braucht Felix einen neuen Pass. Und da Angies ebenfalls bald fällig wird, statten wir dem Generalkonsulat in Amsterdam einen Besuch ab. Das deutsche Generalkonsulat gleicht einer Festung. Personendurchsuchung, Schleusen, Panzerglasscheiben. Dass die Vorsichtsmaßnahmen nicht ganz unbegründet sind, zeigen die Spuren an den Fenstern. Die Mitarbeiter des Konsulats sind sehr bemüht, uns zu helfen und versuchen, die Ausweise noch am gleichen Tag fertigzustellen. Wir nutzen die Zeit für eine kleine Sightseeing-Tour. Das erste, was ins Auge fällt, sind die Massen an Fahrrädern, in allen Zuständen und Formen. Vom normalen Holland-Fahrrad über den praktischen Allestransporter bis zur futuristischen Rikscha.
Und noch was fällt gleich ins Auge. Der Altstadtkern von Amsterdam macht einen eher kleinstädtischen, fast dörflichen Eindruck und man zeigt sich traditionell offen. Die Vorhänge wurden nicht in Holland erfunden. Ich bin mit Sicherheit kein Großstadtmensch, aber Amsterdam könnte ich mir für eine gewisse Zeit schon gut vorstellen, wenn es nur etwas sonniger gelegen wäre. Natürlich ist Amsterdam aber auch eines, die Stadt mit dem 1001 Kanal. Ob klassisch, elegant oder eher alternativ, die Amsterdamer leben mit, am und auf dem Wasser. Die Kanäle sind Lebensraum und Verkehrssystem in einem. Und dann machen die Kinder ihre Amsterdam-Entdeckung. Ein Brunnen, in dem Schokolade fließt. Sowas haben unsere Dorfkinder noch nie gesehen. Klar, dass wir dann nicht einfach vorbei konnten. Am Ende sind wir uns einig. Wir stehen auf Amsterdam. Um 17 Uhr sollten wir uns wieder beim Konsulat melden. Wir stehen pünktlich Gewehr bei Fuß und tatsächlich, unsere Ausweise sind fertig. Es wird Zeit, weiter zu segeln.